Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, dem Online-Multiplayer mit mir, eurem Yoshi, Tendo und mit dieser besonderen Inkopolis News Time Ausgabe. Wir haben ein Splatfest zu feiern. Miau oder Wuff stimmt vor der Wahl, stimmte vor der Lobby, Wahlstand ab. Und hier kommt noch das neueste Update. Es gab noch eine neue Waffe, wie jede Woche, der Turbo Blaster Plus. Eine Blasterwaffe. Ist die nicht toll? Und das sind unsere Splatfest-Kampf-Arenen. Wir haben einmal das Kofferfischlager. Und die Bohrinsel Nautilus. Und die Moräntürme haben wir. Sehr schön. Noch wenigstens noch eine schöne Map. So. Ja, eine Woche länger mussten wir auf unser Splatfest warten. Und dann durften wir auch endlich das Thema wissen. Wir nehmen einfach mal das von den Amis, und zwar das allererste Splatfest-Thema, das ist ja jetzt hier schon Splatfest EU6. Und ja, wir kopieren einfach mal von den Amerikanern, weil uns kein Thema mehr einfällt. Naja, okay, dann spielen wir halt nochmal das Thema nach. Damals haben die Hunde gewonnen und wir haben uns diesmal Team Katz angeschlossen, genau deshalb, vielleicht können wir diesmal die Katzen gewinnen. Und hier für sie siegen, weiß gar nicht mehr, hier Kali, Marie, irgendeiner von euch beiden war es, und na egal. Hier Team Dog, Dogs for the Win, 90 Team Dogs, Miau Miau, Katze. Ja, das ist unser Splatfish, eine kleine Splat-Shirt, eine kleine Katze drauf. Die haben einen Hund drauf. Naja, wir haben einfach mal Katzen genommen, weil, warum nicht? Letztens haben die Hunde gewonnen und diesmal sollen hoffentlich mal die Katzen gewinnen. Gut, dann würde ich erstmal vorschlagen, probieren wir doch mal die neue Waffe aus. Weil wir spielen ja nur Splatfest. Und Splatfest ist leider nur Tür vor. Und wieder vorne. Dankeschön. Ist ja leider nur Tür vor. Deshalb werden wir nicht Ranked spielen können. Leider. Schade aber auch. Anlegen. Dankeschön. Gut, mal gucken, wie wir damit umgehen werden. So, jetzt aber genug gequatscht. Jetzt wollen wir endlich mal in die Lobby reingehen. Ach ja, gut, alte Splatfest. Kaum zu glauben, dass wir schon bei Splatfest 6 sind. Also schon krass. Und ja, mal schauen, ob vielleicht das nächste Splatfest sogar ein Halloween-Thema haben wird. Mal schauen. So, ich mag Katzen, ich mag Hunde. Dann wollen wir mal für die Katzen kämpfen. Kämpfe werden gesucht. Ja, wir sind ein Miau-Fan. Miau. Dann sind die anderen bestimmt Wuff. Oh Gott, die Namen. Ach ja. Dann warten wir mal auf die Katzen. Ach, auf die Hunde. Katzen sind schon da. Katzenfans anwesend. Also mir ist das eigentlich Wurst, weil ich hier genommen habe. Ich, keine Ahnung. Ist mir einfach Wurst. Ich habe es einfach genommen, weil ich mich irgendwas wählen musste. Ne, man will ja dabei sein. Dabei sein ist alles. Das ist ja immer das Wichtigste. So, und während wir gerade das Fest ja spielen, was aus, warum wurde das eigentlich aus einer Woche, warum wurde das überhaupt eine Woche verschoben, frage ich mich. Ist irgendwie komisch. Aber naja, nächste Woche ist ja mal wieder ein Update bei Splatoon und der Changelog ist echt groß und das meiste, was da eigentlich nur gemacht wird, sind einfach Waffen werden genervt. Ich hoffe, ihr wisst, was genervt heißt, also Waffen werden geschwächt, sehr viele Waffen werden geschwächt, vor allem die Roller, mein Gott, die Roller, was habe ich heute für Deutsch-Englisch hier drauf, die Roller werden geschwächt, ich habe hier so einen Blaster, ups, ganz vergessen, die Roller werden sehr geschwächt. Und auch so andere Waffen werden geschwächt, beziehungsweise ein bisschen besser angepasst. Ich kann auch mit Blaster nicht umgehen. Warum nehme ich mir nochmal einen Blaster? Ach ja, weil die ja nächste Woche genervt werden. Stimmt. genervt, nicht genervt. Weil das ist derzeit so, wenn man die komplett anvisiert, dann werden sie halt getroffen, die Leute. Ist ja auch richtig so. Aber wenn man ein bisschen weiter links ist, dann werden sie auch noch 100% getroffen. Und das soll sich im nächsten Update ändern. Und da bin ich echt gespannt drauf. Viele Leute sind da schon wieder ein bisschen, naja, drauf. Das haben wir jetzt nicht pissig, aber es ist halt wieder so eine große Änderung, vor allem, weil sehr viele Waffen wirklich geändert werden. Manche kriegen auch nochmal ein paar neue Fähigkeiten hinzu, aber wirklich so ein paar Prozentbereich, aber wir werden gespannt sein, ob die Roller uns dann wirklich immer noch so Probleme machen werden oder nicht. Wo ist denn der Typ hin? Keine Ahnung. Habe ich gesagt, dass ich mit dem Blaster nicht umgehen kann? Da habe ich ihn auch getroffen. Dankeschön. So. Irgendwie habe ich gerade Blaubaum gehört oder so. Man braucht aber echt ein paar Schüsse mehr.
Also es ist nicht so schön. Boah, ich bin auch so langsam mit der Waffe. Jetzt sterben wir auch nochmal. Bei meinem Endzapper, den ich ja ganz gerne benutze, da werde ich plus 11% Speedgeschwindigkeit haben, wenn ich die Waffe, wenn ich gerade schieße. Da freue ich mich schon drauf. Auch wenn es nur 11% sind, aber kann ja was bedeuten, ne? Oh. Habe ich schon gesagt, dass ich das da nicht mag? Oh, oh. Aua, au. Ja, super. Hä? Hä, ich habe ihn getötet? Habe ich den getötet? Ach ne, er wurde vom Sniper getötet. Ups, habe ich gar nicht gescheckt. Gut. Ja. Tja, wirklich viele Punkte kriegen wir natürlich auch nicht durch den Blaster. Wie immer. Weil es ist halt eine andere Waffe und ich kann damit nicht umgehen. Manche können damit umgehen. Aber man braucht echt doch mehr Hits, um die zu töten, dann die Leute. Ist echt interessant. Aber, naja, gut. So, so. Ups. Irgendwie mal da oben so ein bisschen hin. So. Mhm. 470 Punkte habe ich gerade mal. Ich glaube, das ist schlecht, ne? Ja, ich habe manchmal eher so 1000 Punkte. Ich weiß sogar nicht, wie mein Tintenstand manchmal ist. Den sehe ich. Da achte ich gerade gar nicht so drauf. Hätten wir auch noch nicht gewesen. Und dieser Runde? Ui, 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 ui. Das sieht hier gar nicht gut aus. Upsala. Das sieht nicht gut aus. Und wir haben... mal gucken. Na, was sieht das wohl aus? Gewonnen. Das ist, okay, wir haben dafür... Ja, gut, wir haben den Bereich da oben halt sehr nochmal zum Schluss dominiert. Also das war schon mal ganz okay. 2-3. Passt. So, plus 5 Punkte. Wunderbar. Aber Leute, wir gehen jetzt wieder Waffe wechseln, weil einmal testen reicht. Ne? Wir wollen es ja nicht übertreiben mit der Waffe. Wenn ich sie eh nicht kann. Und ich möchte ja Spaß haben. So, wir gucken ganz schnell. Wir gucken nicht, sondern wir wechseln ganz schnell die Waffe auf den N-Zapper 89. Und dann geht's weiter mit Splatfest. So, erster gewinnt schon mal für die Katzen. Ich bin auch sehr gespannt, echt, was wer gewinnen wird. Bei den anderen habe ich jetzt gar nicht mehr mitbekommen. Ich meine, in Japan gab es dann auch hier so ein Oktopus gegen Tintenfisch. Also essenmäßig. Also ob man das. Was isst man lieber? Lieber den Tintenfisch oder den Oktopus? Weiß gar nicht, wer da gewonnen hat. Und beim amerikanischen Splatfest letztes Mal jetzt gerade auch nicht, wer da gewonnen hatte. Mit Fliegen oder. Autoreisen. Komisch. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wer da gewonnen hat. Wird schon irgendwer gewonnen haben. Naja. So, wir machen nun die nächste Map. Die nächste Map, die nächste Map. Und es ist das Koffer für Schlager. Auch abends müssen noch die armen Arbeiter ja arbeiten im Koffer für Schlager. Beziehungsweise Kinder spielen ja abends. Kann man auch machen. Naja. Und let's go. Hier werden wir auf jeden Fall schon mal mehr Punkte kriegen mit unserer Default-Standardwaffe. Sollte das besser gehen. So. Lalala. Ah, da habe ich dich hinten gesehen, mein lieber Freund. Aber, naja. Nicht wirklich getroffen. Oh, wir haben hier mal ein bisschen rot. Schönes Rot hier. Katzenblut bestimmt. Ne, Katzenblut, das soll es jetzt nicht sein, aber... Oh, da ist er ja wieder, mein Freund. Kommt's auch nicht her, ne? So doof. Ha! Getroffen. Ja, sicher, du ich auch noch. Geil. Ja. Hey, yes! Die Geräusche sind so geil. Ach ja, schön. So, ich weiß eigentlich, da am Anfang einen Springlauf platzieren bringt nicht so viel, aber naja. Wir können's halt. Lalala, da wird's gerade ein bisschen blau und da kommt gerade jemand raus. Habe ich dich nicht gerade noch da gesehen? Wollte ich sagen. Ja, sicher. Genau solche Sachen sind, glaube ich, später nicht mehr möglich, weil der hat mich jetzt nicht wirklich anvisiert gehabt. Der Typ. Und man muss die genau anvisieren. Also die müssen schon in der Mitte sein. Beziehungsweise komplett im Rollerbereich sein. Und wenn die halt außerhalb des Rollerbereichs sind, dann kriege ich nur 50% Schaden anstatt 100%. Und das wird halt, wie gesagt, sehr interessant werden da mit den Rollern. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Geh mal weg da. Mag das nicht.
Nur mal hier irgendwie in Deckung gehen. Ich habe gerade echt Angst. So, und go. Schöne Rakete. Wo wir ja letztens auch mit dieser goldenen Schusswaffe sehr gut waren. Was gerade sowas hier anbetrifft. Aber ich meine, wir haben ja diese schönen Sprinkler, die ich gar nicht benutze. Pff. Komm her. Och, super, leck mich doch. Und tschüss. Ah, der ist noch da. Ha! Mein Gott. Leck mich doch. Ja, auch schön. Mm. Ich frage mich, ob diese Person dieser Dragonik-LP bestimmt auch gerade aufnimmt. Vielleicht. Kann ja mal nachschauen später. Ob der einen YouTube-Kanal hat. Bestimmt hat der einen YouTube-Kanal. Wow, das war jetzt schlecht. Nee. Da noch mal was hinhauen. Aber gerade sieht's echt schlecht aus. Was sowas hier anbetrifft. Jo, alles klar. So, weg damit. Kiki nochmal erledigt. Aber ich glaube, das dürfte zum Schluss nicht mehr viel bringen. Oh, oder? Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ja. Ja, gewonnen. Das ist doch ordentlich, oder, Leute? Das finde ich doch mal schön. Jo. So. 6-3, so ganz ordentlich. Sag mal so ordentlich, 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 ordentlich. Ganz ordentlich. Hab ich ganz toll gemacht, ne? Seid ihr stolz auf mich? Dankeschön. Jo. So, und kann fortsetzen. Und ich schaue mal in der Zeit nach, ob es einen Dragonik-LP gibt. Bestimmt. Warum sollte es dir nicht geben, ne? Mal gucken, ob ich so schnell bin und nachschauen kann. So, wartet. Warte, lass mir Zeit. Gucken, was das für eine Person ist. Live-YouTube-Kanäle nachschauen, ist auch spannend. Und gibt's den Kanal? Habe ich den richtig geschrieben? Dragonik-LP. Schade, habe ich richtig geschrieben, aber nichts gefunden. Okay. Dann nicht. Warum nennt man sich denn Dragonik-LP, wenn man keinen Kanal hat? Hä? Habe ich hier falsch eingegeben? Muss ich gleich nochmal nachschauen. Der war komisch. So, letztes Match. Hier. Auf. Salzwick. Ich weiß den deutschen Namen gerade nicht. Tut mir leid. Wir haben den gerade gesehen, den Namen, aber ist jetzt auch egal. Was war denn der Name nochmal hiervon gewesen? Salzwick mit Salz, immer mit Salz, nicht mit Salz. Der hieß es irgendwie anders. Das ist doch egal. Ihr wisst den Namen. Ich weiß ihn auch, weiß jetzt aber gerade nicht in dem Moment Bescheid. So, hier ist eine Dings bereit. Zack. Schöne Rakete. Oh, darum geht's ja auch, oder? Komm her, mein Freund da oben. Dich sehe ich doch. Oh, du gehst da mal weg. Wunderbar. Aber wie heißen jetzt hier die? Mich stört euch jetzt gerade echt, dass ich den Namen davon nicht weiß. Ich weiß es gerade echt nicht. Keine Ahnung, Sourceboy Wick im Englischen. Aber Deutsch? Makrillenbrücke? Nein, das ist die andere Map. Ah, wird schon irgendwann sein. Na, kommt ihr her? Kommt ihr her? Da kommst du her. Oh, war ein bisschen knapp gewesen. Also irgendwie konntet ihr schon mal mehr. Ah, ihr habt mich auch getroffen. Na gut, ist okay. Mann, wie heißt denn jetzt hier die Map? Stört mich das gerade. Die ist, glaube ich, auch immer mit S. Immer mit Plattformen. Das ist echt doof. Manno. Google das gleich nach. Gibt's doch nicht. Auf jeden Fall, es ist eine etwas dövere Map, sagen wir es mal so. So, da hinten so ein Sprinkler hin, der ist ganz nett. Was ist eigentlich mit dem blauen Team los? Ach, da sind zwei disconnected, ne? Das ist natürlich dann ärgerlich. Das ist auch sehr ärgerlich, was ich da gemacht habe. Ah, Mann. Ach ja. So, hier nochmal ein bisschen. Okay, das sind zwei disconnected, das ist natürlich dann doof.
kann ja mal in der Zeit noch ein bisschen hier mal nachschauen, wie die scheiß Map jetzt hier heißt. Wobei ich das denn mal am besten auf welcher Seite? Keine Ahnung. Wartet. Ja, wir sind nur zu zweit oder zu eins. Ist auch gut. Habe ich gerade hier den richtigen Link? Habe ich nicht. Toll. Oh, wie heißt jetzt hier? Ach, Mann. Oh, ich weiß gerade. Ach, Mann. Ist doch doof. Auf jeden Fall ist nur noch einer drin hier. Das ist auch sehr schön. Ja, ja, da tut mir jetzt ein bisschen leid für den einen Typen, Kollegen, Freund, whatever. So, 10 Sekunden noch. Aber wie gesagt, dann kann der eine halt nichts mehr kriegen kann und machen. Brauchen wir nochmal hier einen Kill. Jetzt schaue ich ganz nach, schnell nach, wie die scheiß Map jetzt heißt. Nein, jetzt gib doch mal schnell was hier ein, ne? Aha. Nee. Doch, das war's. Warte. Oh, ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich. Wartet. Bevor wir jetzt hier Ende machen, ich möchte so wissen, wie die scheiß Map heißt. Und? Sie heißt. Ach, ich bin ein Idiot. Ich schaue gerade auf einer englischen Seite nach, wie die heißt. Ich sollte auf einer deutschen Seite nachschauen. Ich bin so doof. Oder? Wir machen es noch einfacher. Wir gehen jetzt einfach mal auf Nein. Und? Hey, Boys and Outlaws heißt die. Mein Gott, war das jetzt ein Krampf. Okay, Leute, dann will ich vorstellen, das ist hier für diesen Part von Let's Play. Was wir tun, wir sehen uns jetzt wieder mit dem Slidefest. Und bis dahin, sei schau in Yoshi Tendo. Ach, war das jetzt eine Geburt? Gott, schlimm sowas.